Jeder von euch, der schon einmal die Nachtschicht arbeiten musste, kann bestätigen, dass es nicht so einfach ist, gegen die natürliche Neigung des Körpers, sich auszuruhen, anzukommen. Irgendwie löst der Einbruch der Nacht bei uns den unbewussten Drang aus, sich zu verstecken, irgendwo sicher zu sein und auf den Morgen zu warten. Klar kann man diesen Drang ignorieren, aber es gibt da diesen einen bestimmten Punkt, den man nie erreichen möchte. Der Punkt, an dem etwas tief aus den Wirrungen deines Verstandes nach draußen dringen möchte. Wenn dein eigenes Gehirn anfängt, dir Streiche zu spielen. Ich arbeite an der heruntergekommenen 24 Stunden offenen Tankstelle am Rand der Stadt. Und die Nachtschicht hier ist, um es nett auszudrücken, etwas anders. An den guten Tagen ist es eine Übung, nicht den Verstand zu verlieren, in dieser selbst auferlegten Einzelhaft. An den schlimmen Tagen, nun ja, ist es wesentlich schlimmer. Vor ein paar Monaten hatten wir einen Teilzeitbeschäftigten namens Drake. Er schien ein kluger Kerl zu sein. Es gab tagsüber keine Probleme mit ihm, also wollten die Besitzer sehen, wie er sich in der Nachtschicht schlägt. Es schien alles in Ordnung zu sein, als er mich um Mitternacht ablöste. Bei Tagesanbruch hatte er bereits alle seine Klamotten verloren. Damit meine ich, dass er sie wirklich verloren hat. Er sagte, dass er keine Ahnung habe, wo sie gelandet sind. Ein Stammkunde namens Old Bob kam am nächsten Morgen rein und erwischte Drake, wie er splitterfasernackt neben dem Hotdog-Roller stand, mit einem leeren Blick im Gesicht und Sabber am Kinn. Eine übertrieben optimistische junge Angestellte namens Lindsay war diejenige, die Drake ersetzte. Nach einer Woche Training bestand sie darauf, dass sie bereit war, die Herausforderungen der Nacht anzunehmen. Sie schaffte es 3 Nächte, bevor sie zusammenbrach. Die arme Lindsay rief um 4 Uhr morgens im Sheriffbüro an und faselte darüber, wie sie beim Putzen hinter dem Slushy-Automaten in einen Zeitstrudel geraten war. Sie schwor, dass sie mehrere Wochen lang in einer von Hundemenschen bewohnten Taschendimension gefangen war. Bevor sich jemand von euch zu früh freut, lasst mich euch versichern, dass ihre Geschichte bei näherer Betrachtung auseinanderfällt. Ich habe hinter dem Slushy-Automaten nachgesehen und keinen Zeitstrudel gefunden. Als ich ein paar Tage später zur Frühschicht kam, saß niemand an der Kasse. Schließlich fand ich den neuen Angestellten, Gus, vor dem Spiegel im Badezimmer stehend. Als ich ihn fragte, was er da mache, sagte er mir, dass er seit 1,5 Stunden versucht habe, seine Kontaktlinsen zu entfernen. Nachdem die Sanitäter ihn sauber gemacht hatten, kam er zur Besinnung und gestand, dass er nicht einmal Kontaktlinsen trug. Tatsächlich hatte er vor dieser Nacht perfekt sehen können und hatte noch nie Kontaktlinsen benutzt. Ich bin mir nicht sicher, was beunruhigender war. Die Tatsache, dass er sein Augenlicht auf dem linken Auge permanent verloren hatte oder das Ding, das er aus dem rechten Auge herausziehen konnte. Ich will damit sagen, dass die Nachtschicht nichts für Amateure ist. Es kann verrückt sein. Es kann sogar gefährlich sein. Die schlimmsten Fälle sind die, in denen der Angestellte den Kampf verliert und bei der Arbeit tatsächlich einschläft. Ich erspare euch die Details, aber es reicht zu sagen, dass es nie gut ist. Uns gingen schnell die Mitarbeiter aus, schneller als wir neue Mitarbeiter einstellen konnten. Anstatt ihre Verluste zu reduzieren und die Nachtschicht ganz abzuschaffen, beschlossen die Tankstellenbesitzer, mich auf die neu geschaffene Position des Nachtschichtmanagers zu befördern. Es ist ein ausgefallener Titel und er kam mit einer Gehaltserhöhung von 25 Cent, aber ich bin mir nicht sicher, wen ich genau managen soll, wenn man bedenkt, dass ich jede Nacht der Einzige hier bin. Aber ich schätze, es macht Sinn. Die Besitzer können nicht zulassen, dass die Angestellten einschlafen und aus Gründen, die ich hier nicht näher erläutern werde, muss ich mir darüber keine Sorgen machen. Das Ganze funktioniert gut als vorübergehende Lösung und um ehrlich zu sein, hatte ich nie Probleme mit der Nacht. Weniger Kunden bedeutet weniger Arbeit für mich. Es bedeutet auch weniger Ablenkung und mehr Zeit, um meine Bücher zu lesen und im Internet zu surfen. Auf der anderen Seite bin ich dadurch häufig im Epizentrum einiger der seltsamsten Vorfälle an der Tankstelle. Wie das eine Mal, als ich auf die Krähe traf. Es war irgendwo zwischen viel zu spät in der Nacht und viel zu früh am Morgen. Ich saß hinter der Kasse mit einer Tasse Kaffee vor mir und einem Buch über Vampirpinguine in der Hand. Fragt nicht. Als ich plötzlich ein Geräusch hörte, als ob jemand sanft an der Glastür der Tankstelle klopfte. Ich schaute von meinem Buch auf, um zu sehen, was zur Hölle dieses Geräusch verursachte, aber sobald ich mich bewegte, hörte das Klopfen abrupt auf. Der Parkplatz war leer und auf der anderen Seite der Tür stand niemand.
Tja, dachte ich mir. Das ist ziemlich seltsam, aber nicht seltsam genug, um aufzustehen und nachzusehen. Ich wendete mich wieder dem Lesen zu, aber schon bald darauf hörte ich wieder das Klopfen. Etwas lauter als zuvor. Was zum Teufel soll das? Sagte ich zu niemand Bestimmten. Da merkte ich, dass das Geräusch von der anderen Seite des Fensters in der Nähe der Sitznischen kam und es wurde lauter, als ob jemand draußen stehen und immer stärker klopfen würde. Hallo? Sagte ich. Das Geräusch hörte auf. Ich senkte meinen Kopf, um mein Buch weiterzulesen, aber bevor ich die Stelle finden konnte, an der ich aufgehört hatte, fing das Klopfen wieder an. Ach komm schon! Das Klopfen wurde lauter, aber ich blieb an Ort und Stelle. Schließlich war das Einzige, was noch dümmer war, als sich zurückzulehnen und zu versuchen, das mysteriöse Klopfen zu ignorieren, das Aufstehen und die Suche nach der Quelle des mysteriösen Klopfens. Aber irgendwann konnte ich es nicht mehr ignorieren und wider besseren Wissens legte ich das Buch weg und verließ meinen Posten, um nachzusehen, was da los war. Ich war nur einen Schritt von der Ladentür entfernt, als der Lärm wieder aufhörte. Ich schob sie vorsichtig genug auf, um zu sehen, ob ich es mit einem weiteren verrückten Landstreicher zu tun hatte, aber in dem Moment, als die Tür aufging, flatterte eine Krähe über meinem Kopf und schlug wild mit den Flügeln und krächzte mich an. Ich bedeckte meine Augen und mein Gesicht und eilte zu meinem Platz hinter der Theke zurück, wobei der Vogel die ganze Zeit krächzte und versuchte, meine Haare zu packen. Ich wedelte mit meinem Arm in der Luft und versuchte, sie wegzuschlagen, aber sie war einfach zu schnell und flatterte bei jedem meiner erbärmlichen Schläge aus meiner Reichweite, nur um dann wieder zurückzukommen und wieder meine Haare zu greifen und dann wieder auszuweichen. Ein paar panische Sekunden später hatte ich mich unter der Theke versteckt und suchte nach einer Waffe. Als das Klopfen in meiner Brust langsam wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgekehrt war, wurden mir zwei beunruhigende Tatsachen über meine aktuelle Situation bewusst. Erstens, es gibt keine Waffen in Reichweite. Und zweitens, das schreiende Tier, das gerade über mir an der Kasse saß, sagte nicht wirklich Kra. Es sagte ein ganz anderes Wort. Ein Wort, das kein Tier außerhalb der menschlichen Spezies jemals sagen können sollte. Hemway! Ich saß auf dem Boden, lehnte mich an die Seite der Theke und konzentrierte mich auf den Laut. Es gab keinen Zweifel. Die Krähe sagte definitiv Hemway! In einem erbärmlichen Versuch, sie zu verscheuchen, schlug ich gegen den Tresen über mir und rief, Hey, verschwinde von hier! Die Krähe antwortete mit einem Kreischen und dann, Emory, von zu Hause aus arbeiten, sei dein eigener Chef! Ich kam langsam unter der Theke hervor, richtete mich auf und griff nach dem Telefon, während der tiefschwarze Vogel auf der Kasse stand und mich anstarrte. Sobald meine Finger den Hörer berührten, begann sie lauter und schneller zu schreien. Aufregende Neuigkeiten! Werden Sie Mitglied in meinem Netzwerk? Organagold ist die Zukunft des Kaffees! Es funktioniert! Infinitus für die Schönheit! Halt die Klappe! Rief ich, aber der Vogel schrie einfach weiter, noch lauter, übertönte mich und füllte den ganzen Raum mit diesem scheiß Schneeballsystem-Marketing-Gedöns. Herbalife! Direkt beim Großhändler kaufen! Nuskin, bleib für immer jung! Ärzte wollen nicht, dass du die Geheimnisse der ewigen Jugend verkennst. Vector Marketing. Katko. Verkaufe Messer von Tür zu Tür. Verkaufe, wenn du Millionär werden willst. Ich versuchte, die Nummer für meinen Ansprechpartner im Sheriffbüro zu wählen, aber die Krähe war viel zu laut. Selbst wenn der Anruf durchgegangen wäre, wäre ich nicht in der Lage, jemanden am anderen Ende der Leitung zu hören, geschweige denn, mit denen zu sprechen. Es hatte nicht den Anschein, als würde der Krähe die Puste ausgehen. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht einmal sicher, ob sie zwischen ihren Triaden Luft holte. Ich nahm eine Praline aus der Auslage auf dem Tresen und warf sie auf den lauten Hurensohn, aber die Krähe sprang in die Luft, um mir auszuweichen. Lullabro, verkaufe Leggings bequem über Facebook von zu Hause. Werde reich und finde Freunde. Sehr sexy, sehr cool. Ich legte den Hörer hin und rief, Das ist alles Betrug, du dummer Vogel! Mit einem Schlag wurde es totenstill in der Tankstelle. Der Vogel hörte auf zu krächzen und ließ sich ein paar Meter entfernt auf dem Tresen nieder. Das einzige Geräusch jetzt war das Klopfen in meiner Brust. Nun hatte ich endlich einen Moment Zeit, um zu Atem zu kommen und die Situation zu analysieren. Die Krähe war riesig, also für Krähenverhältnisse. Abseits davon weiß ich nicht wirklich, wie ich sie beschreiben soll.
Sie war halt eine Krähe. Ihr wisst schon, schwarze Augen, schwarzer Schnabel, schwarze Federn, mit einem merkwürdigen, öligen Glanz, wenn das Licht sie genau richtig traf. Aber abgesehen von ihrer unheimlichen, menschlichen Stimme und ihren ungewöhnlich aggressiven Verkaufsargumenten, war sie nicht so bemerkenswert. Dies war bei weitem nicht der erste Vogel, der in die Tankstelle hereingekommen war. Normalerweise braucht man nur Geduld, eine Leiter, ein Verlängerungskabel und einen Staubsauger, um das Problem zu beheben. Aber etwas sagte mir, dass sich das hier nicht so einfach lösen lassen würde. Tatsächlich konnte ich, während wir uns anstarrten, das Gefühl nicht loswerden, dass die Krähe mich genau studierte, um sich einen ruchlosen Plan auszudenken. Ich bewegte mich langsam und bedächtig. Das Letzte, was ich wollte, war, den Vogel zu erschrecken und einen weiteren Angriff auszulösen. Sie beobachtete mich, wie ich den Hörer abnahm, ihn unter mein Ohr klemmte und die persönliche Nummer von Deputy Love wählte. Wir hielten Augenkontakt, während das Telefon läutete und läutete und läutete. Nach etwa 20 Sekunden fragte ich mich, warum die Mailbox noch nicht übernommen hatte. Schließlich wurde abgenommen und eine müde Stimme sagte: Ja? Deputy Love? Hi, hier ist Jack von der Tankstelle. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Einzige, der mich um diese Zeit anrufen würde. Warte, wie spät ist es eigentlich? Herrgott, Jack, ich hoffe, es handelt sich um einen Notfall. Ich habe hier ein kleines Problem. Da ist eine Krähe im Laden. Und? Und sie spricht. Und? Und... Tut mir leid, vielleicht haben Sie mich nicht verstanden. Ich sagte, in der Tankstelle ist eine sprechende Krähe. Und? Sie spricht Deutsch? Hast du mich wirklich deswegen angerufen? Jack, lass mich dich an die Regeln unserer Beziehung erinnern. Wenn es nicht lebensbedrohlich ist, ist mir das egal. Krähen können reden. Sie sind wie Papageien. Auf morgen früh das Tier hämmern und komm mir so lange nicht zu nahe. Das Ding hat mehr Angst vor dir, als du vor ihm. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ruf nicht nochmal an. Es sei denn, jemand ist tot oder liegt im Sterben. Damit hat er plötzlich aufgelegt. Ich starrte auf den Hörer, als die Krähe rief: Was hat er gesagt? Er sagt, Krähen können reden. Nun, das ist eine Erleichterung. Warte mal. Irgendetwas fühlt sich immer noch nicht richtig an der ganzen Sache. Ich griff nach meinem Rucksack, der unter der Zigarettenauslage lag, und kramte meinen Laptop hervor. Eine Minute später hatte ich ihn eingeschaltet und mit dem Internet verbunden. Die Krähe hüpfte über den Tresen zur Seite des Laptops herüber. Sie betrachtete die Bilder von Krähen auf dem Bildschirm und krächzte: Was steht da über mich? Hier steht, dass Deputy Love recht hatte. Einige Krähen können Menschen nachahmen. Es steht da auch, dass Krähen extrem intelligent sind. Cool, krächzte die Krähe. Nein, da stimmt immer noch was nicht. Die Experten sagen, Krähen können Stimmen imitieren. Die Krähe sträubte sich und fragte: Na und? Naja, du imitierst offensichtlich niemanden. Wir führen gerade ein Gespräch. Tun wir das? Etwa nicht? Woher weißt du, dass ich nicht nur eine Reihe von sehr spezifischen Sätzen wiederhole, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe? Wir starrten uns noch einen Moment lang an. Ich versuchte nicht als Erster zu blinzeln, aber schließlich fingen meine Augen an zu brennen und ich gab nach. In der Sekunde, in der sich meine Augenlider geschlossen, krächzte die Krähe laut, schlug mit ihren großen Flügeln, landete auf meinem Laptop-Bildschirm und fuhr ihn herunter, als sie ihn vor mir zuklappte. Hey, was ist denn dein Problem? Hör zu, sagte die Krähe. Ihre Stimme klang anders, kein Krächzen mehr. Irgendwie hatte sie sich zu einem leisen Flüstern entwickelt, wie das eines Dealers in einer dunklen Gasse. Ich will ehrlich mit dir sein, Jack. All diese Schneeballsysteme waren nur eine List. Ich wollte deine Reaktion testen, um zu sehen, ob du leichtgläubig bist. Ich freue mich, sagen zu können, dass du bestanden hast. Du bist genauso klug, wie ich vermutet habe. Wovon redest du da? Ich brauche einen Gefallen von dir. Einen großen. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Ich schüttelte den Kopf. Ich brauche kein Krähengeld. Gibt es das überhaupt? Krähengeld? Ich kann dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Vertrau mir. Ich besitze gewisse Fähigkeiten. Wir können Gefallen gegen Gefallen tauschen. Genau dann schwang die Vordertür auf. Die Krähe hatte mich so abgelenkt, dass ich nicht einmal bemerkt hatte, dass ein Lastwagen auf dem Parkplatz gefahren war und ein echter, menschlicher Kunde war dabei, meine Aufmerksamkeit zu verlangen. Die Krähe flog zurück zu ihrem Platz oben auf der Kasse und schmollte, als der junge Mann in der Tarnjacke hereinkam und mir ein »Hey, Jack!« zuwarf. Erst da habe ich meinen Fehler erkannt. Das war kein Kunde.
Das war nur eine weitere Unannehmlichkeit. Einer der Einheimischen mit der besonderen Ehre, unsere Schandmauer mit dem Hausverbot zu zieren. Er ging zur Theke, zeigte auf die Auslage hinter mir und sagte: Ein Päckchen Skull Original, bitte. Ich holte tief Luft. Was machst du hier, Travis? Du weißt, dass du lebenslanges Hausverbot hast. Was? Immer noch? Fragte Travis mit einem verwirrten Kopfschütteln. Ja, immer noch. Für immer. Na gut, wenn das so ist, dann gib mir einfach eine Packung Marlboro Rot. Ich kann nicht. Du hast Hausverbot. Hey, warum ist da ein Vogel? Travis sah der Krähe direkt ins Gesicht. Oh, er spricht. Cool. Will Polly einen Keks? Die Krähe krächzte. Fick dich! Travis wurde rot im Gesicht. Ich soll mich ficken? Fick du dich, Vogel! Die Krähe erwiderte mit tiefer Stimme. Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Was zur Hölle hast du gerade zu mir gesagt, du grillenfressender, armloser Hurensohn? Travis machte einen Schritt in Richtung des Tieres, aber die Krähe reagierte, indem sie in die Luft stieg, mit den Flügeln schlug und ein ohrenbetäubendes Geräusch von sich gab, als würden 100 Autoalarme auf einmal losgehen. Sie flog auf den Mann zu, ihre Krallen auf Augenhöhe ausgerichtet. Travis drehte sich um und schrie unzusammenhängend, während er aus der Tür rannte. Sobald sie sich hinter ihm geschlossen hatte, schwieg die Krähe und landete wieder auf dem Tresen. Ich schnipste ein paar Mal neben jedem Ohr, nur um sicherzustellen, dass ich nicht durch den explosiven Krähenlärm taub geworden war, und fragte dann: Was zum Teufel sollte das? Was denn? Fragte die Krähe defensiv. Der Kerl hat offensichtlich nicht verstanden, dass seine Anwesenheit nicht erwünscht war. Du hattest Schwierigkeiten, das zu kommunizieren. Kein Grund, mir zu danken. Hatte ich nicht geplant. Super. Also, hör zu, ich war gerade dabei, etwas zu erledigen, als du aufgetaucht bist. Was muss ich tun, damit du mich in Ruhe lässt? Die Krähe sprang zum Rand des Tresens vor mir hinüber, schaute nach links und rechts, als würde sie überprüfen, ob wir noch allein sind, und flüsterte: Du musst deine Katze für mich töten. Es gibt da einen Ausdruck im Französischen namens L'appel du vide, der sich auf einen kurzen Ausbruch eines unbewussten Wunsches bezieht, etwas absolut Verrücktes und Irrationales zu tun. Wörtlich übersetzt heißt es der Ruf der Leere. Wenn ihr euch schon mal über ein Geländer gelehnt und für eine kurze Sekunde gedacht habt, ich könnte jetzt einfach springen, dann ist das L'appel du vide. Während ich das Tier vor mir ansah, kam mir ein finsterer Gedanke. Sie war so nah, dass es ein leichtes gewesen wäre, die Hand auszustrecken und bevor sie Zeit zur Flucht hätte, die Krähe am Hals zu packen. War das ein Test? Oder wollte sie mir so zeigen, dass sie mich nicht für eine Bedrohung hielt? Ich wies diesen verrückten Gedanken zurück und nahm dann den nächsten in der Reihe. Warte, eine Katze? Also irgendeine Katze? Warum? Außerdem, nein! Es gibt da einen bestimmten Kater, der mich in den letzten Wochen belästigt hat. Er ist eine Riesenkloake. Du musst ihn für mich erledigen. Im Gegenzug kümmere ich mich für dich um einen deiner Feinde. Egal wen. Ich habe den Eindruck, dein Leben könnte ein wenig einfacher sein, wenn dieser Travis-Typ nicht mehr da wäre. Warum soll ich eine Katze töten? Du scheinst mehr als fähig zu sein, es selbst zu tun. Natürlich bin ich das. Die Krähe lachte. Also, sie ließ wirklich ein lautes, menschliches Lachen los, das 5 Sekunden dauerte. Hast du jemals Alfred Hitchcocks Der Fremde im Zug gesehen? Du etwa? Ich bin eine Krähe, Jack. Natürlich habe ich ihn gesehen. Oh, okay. Hier ist der Deal. Meine Freundin liebt diesen Kater. Sie hält ihn für ihr Haustier. Und sie ist klug. Wenn ich ihn töte, wird sie es herausfinden und mir nie verzeihen. Nein, das kann ich nicht riskieren. Ich brauche ein grundsolides Alibi. Da kommst du ins Spiel. Wenn du derjenige wärst, der ihn tötet, würde sie nicht einmal wissen, dass ich daran beteiligt war. Dann kann ich mich um jemanden deiner Wahl kümmern und niemand wird es jemals auf dich zurückführen können. Niemand könnte uns zwei je in Verbindung bringen. Wir sind nicht in den gleichen sozialen Kreisen unterwegs. Wir sind keine Freunde. Wir sind nicht einmal die gleiche Spezies. Wir sind nur Fremde in einem Zug. Ich glaube, ich mochte dich mehr, als du mich für deine Betrügereien begeistern wolltest. Der Kopf der Krähe drehte sich um fast 180 Grad und schaute auf etwas auf der anderen Seite des Lahns bei den gekochten Erdnüssen. Sei still, Mensch! Hast du das gehört? Nein. Was gehört? Sie flog hoch vom Tresen und machte einen Sturzflug in Richtung des anderen Ende des Raums, bog um einen der Regalgänge und verschwand aus dem Blickfeld. Für die nächste Minute habe ich nichts gesehen oder gehört. Es war genug Zeit für mich, um wirklich über die Absurdität der Situation nachzudenken. Hier war ich und sprach mit einer Krähe, verhandelte mit einer Krähe. Hat das all seinen Sinn ergeben? Nein, natürlich nicht. Was zum Teufel mache ich hier überhaupt? Ist irgendetwas davon überhaupt real?
Gerade als ich anfing zu vermuten, dass die Antwort Nein sein könnte, flog die Krähe über die Regale und kehrte zur Theke zurück mit einer toten und halb ausgeweideten Rattenleiche, die an ihrem Schnabel baumelte. Sie ließ den Kadaver des Nagetiers direkt auf meinen geschlossenen Computer fallen, wo er ein paar Mal zuckte, bevor die Krähe stolz verkündete: Verdammt gern geschehen, Jack. Nun, das ist das Ekelhafteste, das ich seit langem gesehen habe. Ich war im Begriff, ein paar Blätter Küchenrolle zu holen, aber die Krähe sprang, landete auf meiner rechten Schulter und drückte ihre Krallen durch mein Hemd und in meine Haut. Dann bewegte sie sich dichter heran und drückte ihren blutbefleckten Schnabel unangenehm nah an mein Auge. Ich blieb vollkommen still stehen. Also abgemacht? Krächzte sie. Um es ganz deutlich zu sagen, ich hatte nie vor, diese Katze zu töten. Ich wollte auch nicht, dass die Krähe jemanden für mich tötet. Das Angebot dieses Vogels sprach mich so gar nicht an. Ihre Krallen hatten mir jedoch bereits die Haut eingeritzt und mich zum Bluten gebracht. Ich war also hochmotiviert, alles zu sagen, was ich nur musste, um der ganzen Nummer ein Ende zu bereiten. Okay, sagte ich mit meiner sanftesten Stimme. Sicher, sicher abgemacht. Wie finde ich diese Katze? Wie sieht sie aus? Eine Welle von Schmerzen schoss mir durch die Schulter, als die Krähe ihren Todesgriff löste. Ihre Flügel schlugen mir ins Auge und sie flog und landete wieder auf der Kasse, während Blut langsam in den Stoff um die Löcher meines Hemdes sickerte. Hol dir einen Stift und schreib das auf. Sein Name ist JP. Sein Nachname ist Maroney. Er wohnt in der 534. Second Street. Ich öffnete die Schublade, in der wir Schreibutensilien aufbewahrten, und schnappte mir ein Stift und Papier, aber ich konnte spüren, dass hier etwas nicht stimmte. Warte, diese Katze hat einen Nachnamen? Ja, er arbeitet an der Highschool und lebt allein. Die besten Zeiten, um ihn zu erledigen, sind Abende und Wochenenden. Aber du musst vorsichtig sein. Er hat einen Wachhund namens Max, den du vielleicht zuerst töten oder betäuben musst. Er ist allergisch gegen Erdnüsse und hat eine Epinephrinspritze. Warte, du redest von Coach Maroney? Von der Highschool? Das ist er. Aber Coach Maroney ist ein Mensch. Das ist mir bewusst. Du sagtest, du wolltest, dass ich eine Katze töte, die dich belästigt. Diese Katze hat mich belästigt, Daddio. Wir starrten uns an, während die unangenehme Erkenntnis uns beide traf. Ich erkannte, dass sie die ganze Zeit über eine Art Krähen-Slang benutzt hatte. Katze muss eine Art Beleidigung unter Krähen sein. Sie erwartete also, dass ich einen Mord von Mensch an Mensch begehen würde. Sie erkannte, dass ich bereits bei der Idee, eine wirkliche Katze zu töten, zögerlich gewesen war. Zum ersten Mal in meinem Leben war ein Vogel enttäuscht von mir und das war, ungelogen, ein echter Tiefpunkt für mich. Bevor einer von uns etwas weiteres sagen konnte, strahlten zwei Scheinwerfer in das Gebäude. Ein Truck fuhr auf dem Behindertenparkplatz direkt vor der Tür. Bei eingeschaltetem Fernlicht und laufendem Motor stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug aus. Oh, scheiße, krächzte die Krähe. Sie hatte bereits etwas bemerkt, was ich noch nicht bemerkt hatte. Ich hatte nicht einmal die Zeit, eine Frage zu stellen, bevor sie von der Kasse hochsprang, wegflog und auf dem Getränkekühlregal landete, bevor die Ladentür aufschwang. Schnell hatte ich begriffen, warum die Krähe so erschrocken war. Es war entweder die Strumpfhosenmaske, die der Mann auf seinem Kopf trug, oder die Pistole in seiner Hand, welche nun auf mein Gesicht gerichtet war. »Mach die Kasse auf!« schrie er und fuchtelte die Waffe mit jeder Silbe in meine Richtung. »Okay, okay«, sagte ich leise und langsam und versuchte, den Mann ruhig zu halten. Das war mit Abstand nicht mein erster Raubüberfall, aber egal wie oft einem eine Waffe ins Gesicht gehalten wird, es wird nie einfacher. Der Schlüssel zum Überleben liegt darin, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Die Tatsache, dass er eine Maske trug, war eine gute Sache, sagte ich mir. Er war auf Geld aus, nicht auf Blut. Ich hielt meine Hände vor mir und ließ ihn zusehen, wie ich das Geld in eine Papiertüte steckte. »Münzen auch!« schrie er. »Wirklich?« Ich wollte nicht, dass es bevormunden klingt, aber ich konnte nicht anders. Er schüttelte die Waffe wütend, gefährlich. Ich schaute auf die offene Kasse und sagte, »Okay, okay, tut mir leid. Auch die Münzen.« Als ich eine Handvoll Pennys aus der Kasse holte, hörte ich etwas, das mir eine ganz neue Dimension der Angst gab. Es war eine laute Stimme, die von direkt hinter dem bewaffneten Räuber dröhnte. »Keine Bewegung! Hier ist die Polizei!« Der Räuber richtete seine Waffe in den leeren Raum, suchte mit einer Reihe von schnellen Kopfbewegungen nach der Quelle des Lärms und rief dann: »Wer zum Teufel hat das gesagt?« Ich versuchte mein Bestes, um ihn ruhig zu halten. »Ich habe nichts gehört.« »Unsinn!
Der Mann drehte sich um. Bevor ich wusste, was geschah, hatte er bereits mit der freien Hand über den Tresen gegriffen, mich am Kragen gepackt und mich auf halbem Weg rübergezogen, um mich seiner Waffe vorzustellen. Er drückte den Lauf fest genug gegen meine Schläfe, um einen blauen Fleck zu hinterlassen, und schrie mir ins Gesicht: Wer zum Teufel ist noch hier? Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen niemand oder ich weiß nicht. Und in der Panik der Umstände kombinierte mein Gehirn sie beide und ich stammelte: Ich weiß es niemand. Eine knurrende Stimme erfüllte die Luft. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Der maskierte Mann lockerte seinen Griff, trat zurück und drehte seinen Kopf über seine Schulter und hielt die Waffe auf mich gerichtet. Für den Bruchteil eines Moments führte ich einen anderen L'Appel du Vide. Ich könnte ihn wahrscheinlich die Waffe abnehmen, wenn ich... Nein, ich werde eine schlechte Situation nicht in eine Tragödie verwandeln. Das alles wird bald vorbei sein, wir müssen nur sicherstellen, dass nichts Verrücktes mehr passiert. In diesem Moment passiert etwas Verrücktes. Die Krähe sprang in die Luft und stürzte sich auf den Mann. Es gab ein Geräusch wie das eines Klettverschlusses, der aufgerissen wird, und ein Schrei und dann eine warme Flüssigkeit, die mir ins Gesicht spritzte. Meine überbelasteten Sinne hatten keine Zeit, um zu erfassen, was passiert war, bevor die Schüsse losgingen. Ich fiel auf den Boden, drückte mich gegen die Theke und bedeckte meine Ohren, während der Raum mit dem Geruch von Schießpulver und dem Geräusch von Explosionen und Schreien gefüllt war. Es hat vielleicht nur ein paar Sekunden gedauert, aber es fühlte sich wie Stunden an. Als es fertig war, konnte ich nur noch den Mann hören, der vor Schmerz und Wut klagte. Ein Auge! Dieser Wichser hat mein verdammtes Auge erwischt! Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, wieder aus meinem Versteck hervorzukommen. Vielleicht war es eine Mischung aus Neugierde und situativem Wahnsinn, aber einen Moment später blickte ich über die Theke, um zu sehen, was passiert war. Der maskierte Mann stand gebeugt in der Mitte des Ladens und drückte seine linke Hand gegen sein Gesicht. Ich stand komplett auf und sah, dass der Boden voller Blutspritzer war. Spritzkunst, Federn und rote Stiefelabdrücke überall. Auf dem Boden zu den Füßen des Mannes versuchte die Krähe mit ihren Flügeln zu schlagen, konnte aber nicht abheben. Einer der Flügel war größtenteils verschwunden, ersetzt durch einen dunkelroten, breiigen Stumpf. Der andere Flügel flatterte unwirksam, bis der Mann seinen Stiefel hoch in die Luft hob und draufstampfte. Der Mann richtete seine Waffe auf die Krähe, deren Flügel nun unter seinem Stiefel eingequetscht war und war bereit zum Schießen. »Hey!« rief ich. Der Mann lenkte seine Aufmerksamkeit auf mich. Seine Maske war mit Blut durchtränkt. Es kam aus der Wunde unter seiner Hand, wo sein linkes Auge sein sollte, und floss zwischen seinen Fingern über Hals und Hemd. Die Krähe muss einen anständigen Teil seines Gesichts zusammen mit dem Auge erwischt haben. Jetzt wollte der Mann Rache. Ich konnte es ihm nicht verüben, aber ich konnte auch nicht zurücktreten und nichts tun. Ich packte die Papiertüte, warf sie ihm zu Füßen und brüllte: Nimm das Geld und geh! Der Mann zögerte nicht einmal, bevor er die Waffe auf mich richtete und den Abzug drückte. Ich drückte meine Augen zu und machte mich bereit, aber nichts geschah außer dem Geräusch eines harmlosen Klicks. Er hatte bereits sein gesamtes Magazin abgefeuert. Als ich meine Augen wieder öffnete, raste der Mann zur Tüte mit dem Geld. Als er sich bückte, um sie zu greifen, ließ die Krähe ein aufwühlendes los, das fast so laut war wie die Schüsse selbst. Der Mann riss seine blutgetränkte Maske ab und warf sie zu Boden und schrie mir etwas zu, das ich wegen des Krachs des Vogels nicht hören konnte. Das Geräusch wurde lauter, lauter als ein Donnerschlag, lauter als ich jemals für möglich gehalten hätte. Ich hielt mir die Ohren zu. Der Mann versuchte dasselbe zu tun, aber in dem Moment, als er seine Hand von der klaffenden Wunde aus seinem Gesicht wegzog, schoss eine Blutfontäne heraus. Er brachte schnell seine Handfläche zur Wunde zurück und schrie. Die Lichter von seinem Truck begannen zu flackern. Oder zumindest sah es anfangs so aus, aber dann wurde mir klar, dass das überhaupt nicht das war, was passierte. Die Lichter wurden verdeckt. Verdeckt von einer wirbelnden Masse aus schwarzen Formen. Ein dichter Schwarm von Kreaturen war auf den Parkplatz der Tankstelle herabgestiegen und als ich meinen Kapuzenpulli hochzog, um den Stoff gegen beide Seiten meines Kopfes zu drücken, merkte ich, dass der Lärm nicht mehr nur die Krähe war. Das Kra, Kra, Kra kam aus dem tornadischen Schwarm von Hunderten von schwarzen Vögeln, die unisono krächzten, perfekt synchronisiert. Die Erde zitterte unter mir, bald wurde der gesamte Parkplatz von der Vogelschar verschluckt, der Truck war nicht mehr zu sehen. Die Welt war verschwunden, alles ersetzt durch eine Masse aus schwarzen Federn. Glas explodierte aus den Fenstern und der Tür und sie strömten hinein und krächzten im gleichen Takt.
Alles, was ich tun konnte, war hilflos dazustehen, als der Schwarm den Mann Stück für Stück zerriss. Sie zielten zuerst auf sein Gesicht und zerfetzten es bis auf die Knochen. Dann krallten sie sich an seine Brust und seine Gliedmaßen. Bald war er mit Schwarz bedeckt. Mehr von dem Schwarm strömte nach innen, strömte wie eine Welle um ihn herum, flatterte wütend, bis ich nur noch eine Wand aus Dunkelheit sah, die bis zur Decke reichte und die Leuchtstoffröhre verdeckte. Ich fiel zu meinem normalen Versteck unter der Theke zurück und wartete. Die Luft wurde heiß, der Boden rumpelte weiter, die Seiten der Theke zitterten um mich herum. Obwohl ich nicht sehen konnte, fühlte es sich richtig an, meine Augen zu schließen, und dann, nach ein paar Augenblicken, war es vorbei. Die Lichter waren wieder an, die Welt war normal, kein Lärm außer dem Klingeln in meinen Ohren. Ich lag in der fötalen Position, zählte meine Atemzüge und fragte mich, warum ich noch am Leben war. Ein Gedanke kam mir in den Sinn, ein Gedanke, der gleichzeitig erschreckend und beruhigend war. Vielleicht ist das alles gar nicht wirklich passiert. Ich hatte in letzter Zeit viel gearbeitet. Ich hatte mich überanstrengt. Es ergab sicher viel mehr Sinn, als ein Vogel, der Deutsch spricht und Alfred Hitchcock schaute. Tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst wäre, gäbe es einen Teil von mir, der wusste, dass die Welt ohne Coach Maroonie besser dran sein würde. Der Mann war ein wandelndes, sprechendes Stück Scheiße in Turnhosen, das Kinder wie mich im Grunde genommen folterte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Vielleicht war diese ganze Sache nur eine weitere trügerische Einbildung, die aus unterdrückten Kindheitstraumata und Koffeinvergiftungen entstanden ist. Ich stand auf, schaute mir die Tankstelle an und akzeptierte die Realität. Nein, ich habe es mir nicht nur eingebildet. Da war Blut und zerbrochenes Glas und Einschusslöcher. Aber es gab kein Opfer. Die Krähen müssen die Leiche des Räubers vollständig mitgenommen haben. Ich machte mich auf den Weg um die Theke, um den Schaden zu untersuchen. Da sah ich den gebrochenen Körper des schwarzen Vogels hinter einer der Auslagen mit Chips kauern. Ich ging zu ihr hinüber, trat vorsichtig um das Glas und die Blutlachen herum, kauerte mich dann hinunter und fragte, geht es dir gut? Ihre Stimme war voller Schmerz. Sieht es so aus, als würde es mir gut gehen? Nicht wirklich. Das war eine rhetorische Frage. Tut mir leid. Und es tut mir auch leid, dass ich dich nicht retten konnte. Ihre Stimme wurde mit jedem Satz sanfter. Das muss es nicht. Ich wollte dich sowieso töten. Was? Ich war eingebildet. Ich dachte, ich könnte das Arschloch für dich erledigen. Dann hättest du in meiner Schuld gestanden. Was für eine verfickte Muschi bringt bitte eine Waffe zu einem Vogelkampf mit? Warte mal kurz. Was meintest du damit, dass du mich sowieso töten wolltest? Nachdem du Maroonie getötet hast, wollte ich mich um alle Mitwisser kümmern. Es war alles Teil des Plans. Du kennst das Sprichwort, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihr deine Pläne. Wow, da gibt's eine Menge zu verdauen. Ich bin nicht mehr lang auf dieser Welt, Jack. Gibt es etwas, das ich tun soll? Sie antwortete nicht. Ich wartete ein paar Sekunden, aber sie gab immer noch keine Antwort. Ich stupste sie an, aber sie gab immer noch keine Antwort. Schließlich verstand ich, dass sie nicht mehr antworten würde. Ihre letzten Worte waren überraschend passend. Ich drehte mich in Richtung der zerschmetterten Ladentür, um eine Krähe zu sehen, die auf der Motorhaube des Räubers saß und mich aufmerksam beobachtete. Ich hielt meine Hände hoch, damit die Krähe sehen konnte, dass ich nichts Böses wollte. Dann entfernte ich mich von ihrer gefallenen Schwester. Wenn es eine Art von Krähenprotokoll für den Umgang mit ihren Verstorbenen gibt, wollte ich es nicht unterbrechen und dauerhaft als Feind gebrandmarkt werden. Ich würde das gerne jemand anderem überlassen. Außerdem musste ich noch einen Anruf machen. Deputy Love nahm nach dem 20. Klingeln ab und sagte widerwillig: Ja? Hey, ich bin's, Jack, von der Tankstelle. Ich weiß, wer du bist. Du erinnerst dich, was ich dir vorhin gesagt habe, oder? Oder habe ich nur geträumt, dass wir dieses Gespräch schon geführt haben? Nein, ich erinnere mich. Ruf nicht an, es sei denn, jemand ist tot oder liegt im Sterben. Und? Fragte er pointiert. Nun, ich habe angerufen, nicht wahr? Es dauerte ganze 10 Sekunden, bis die Implikation bei ihm ankam. Schließlich murmelte Deputy Love. Oh, ich bin in einer halben Stunde da. Setz eine Kanne frischen Kaffee auf und fass nichts an. Ich legte den Hörer auf, holte mein Buch raus und kümmerte mich wieder um meine eigenen Angelegenheiten.